Sebastian, willkommen zurück bei der Eintracht. Wie fühlt es sich an? Ja, fühlt sich super an. Freue mich ungemein, jetzt erstmal auf das halbe Jahr, jetzt auch im Januar alle kennenzulernen. Und ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass die Rückrunde genauso erfolgreich wird wie die Hinrunde. Ja, was waren die Gründe, warum du jetzt zur Eintracht wieder zurückgekehrt bist? Ja, es bestand die Möglichkeit, zur Eintracht zurückzukommen. Ich wollte unbedingt diesen Schritt wieder wagen. Das Vertrauen, das die Eintracht jetzt in mich hat, will ich in der Rückrunde zurückzahlen. Und ja, ich hoffe, dass es für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation wird. Ich wieder spiele und die Eintracht erfolgreich ist. Du hattest viele Verletzungen zuletzt. Jetzt wollen die Eintracht-Fans wissen, wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut. Die Verletzung ist auskuriert. Und ja, bin pünktlich zum Trainingsstart am 3. Januar topfit. Das klingt schon mal sehr gut. Du bist ja der zweite Rückkehrer nach Kevin Trapp diese Saison. Der hat damals gesagt im Sommer, ja, er freut sich einfach auf diese Fans, auf diese Europa-League-Abende. Wie geht's bei dir? Auf was freust du dich am meisten? auf alles. Auf die Fans, aufs Stadion, aber auch auf die Mannschaft. Es sind nicht mehr viele da, mit denen ich zusammengespielt habe. Von daher wird es auch wieder was Neues. Ich habe die Hinrunde verfolgt. Die Euphorie ist riesig in der Region, in der Stadt, im Verein. Und ja, darauf freue ich mich ganz besonders. Du hast angesprochen, ja, wie nimmt man die Eintracht von außen wahr? Du hast sie wahrscheinlich trotzdem verfolgt. Es war ein verrücktes Jahr 2018. Ja, man hätte es nie für möglich gehalten. Letztes Jahr ging es ja los mit dem Pokalsieg gegen die Bayern. Dann der Start jetzt, die Euroleague, damals habe ich noch selbst miterlebt. Es ist dieses Jahr wieder so grandios, dass so viele Fans mit hinterher fliegen, fahren, egal wie. Und ja, jetzt noch ein Teil davon zu sein, macht mich auch stolz und glücklich. Also dein Plan jetzt direkt dann im neuen Jahr nach Amerika und dann in die Vorbereitung rein? Genau, das ist der Plan, topfit zu bleiben und meinen Teil zum Erfolg der Eintracht beizutragen. Wir wünschen dir alles Gute, danke dir.